Nur noch wenige Tage, dann erscheint endlich Mists of Pandaria, die vierte Erweiterung für das Kult-MMORPG World of Warcraft. Einige neue Features sind bereits jetzt auf den Live-Servern verfügbar und stimmen schon gut auf das Add-on ein. Dazu gehören auch die Szenarios, von denen wir euch das erste in diesem Video vorstellen wollen. Ein Szenario ist eine Art kleine Instanz, die für drei Spieler ausgelegt ist. Das Besondere, auf Tank und Heiler wird keinem Wert gelegt, was besonders Schadensklassen freut, die sonst immer ewig auf ihre Dungeon-Einladung warten müssen. Mit Terramors Sturz ist nun das erste Szenario in World of Warcraft verfügbar und lässt die Spieler den Angriff von Garrosh auf die Hafenstadt Terramor miterleben. Dabei gilt es insgesamt vier Phasen zu erledigen, die dann unweigerlich zum dramatischen Showdown führen. Wir haben das Szenario aus Sicht der Horde gespielt und müssen daher den Angriff auf die Stadt erfolgreich durchführen und einen gefangenen Spion befreien. Dabei gilt es, die Schiffe der Allianz zu manipulieren, ein paar hochrangige Elite-Gegner zu töten und am Ende in den Kerker einzudringen. Dabei kommt es vor allem darauf an, die Gegner gut unter Kontrolle zu halten und ordentlich Schaden auszuteilen. Wie schon erwähnt, ist dieser Spielmodus darauf ausgelegt, dass man weder Tank noch Heiler braucht. So kann es also auch schnell passieren, dass man zu Boden geht, weil man zu viele Gegner auf einmal angelockt hat. Allerdings sollte dies nicht mehr so oft passieren, wenn man das Szenario schon ein paar Mal gespielt hat. An vielen Gegnergruppen kann man einfach vorbeischleichen und wenn nicht, muss man eben ein bisschen in die Trickkiste greifen. Der Schwierigkeitsgrad ist eher milde und sollte für die meisten Spieler kein Problem darstellen. Um das Szenario betreten zu können, wird die Mindest-Item-Stufe 353 benötigt. Bis zum Release von Mists of Pandaria können alle Spieler der Stufe 85 dieses Szenario spielen, um damit die Spielwelt auf die Erweiterung vorzubereiten. Wer das Event also bis zum 25. September absolviert, bekommt eine Heldentat und epischen Loot der Stufe 384. Nach der Veröffentlichung von Mists of Pandaria ist Terramors Sturz erst wieder ab Stufe 90 spielbar. Die misslungene Belagerung war natürlich nur eine Finte. Die Spielzeit beträgt in etwa 20 Minuten. Am Ende gibt es noch eine kurze Cutscene, in der wir sehen, wie ein Luftschiff der Horde Terramor in Schutt und Asche legt. Unser Angriff war nämlich bloß eine Finte, die von dem eigentlichen Vorhaben ablenken sollte, welches dann die Ereignisse von Mists of Pandaria einleitet. Aber keine Angst, mehr Details wollen wir euch natürlich nicht spoilern.